Und als nächster Redner zu Wort gemeldet Wolfgang Klinger von der FPÖ. Frau Präsidentin, Frau Minister, Hohes Haus, Bruno Rossmann hat am Beginn dieser Mittelstandsberichtsdebatte davon gesprochen, man möge nach dem 12-Stunden-Tag die Arbeitszeit verkürzen bei vollem Lohnausgleich. Ich stelle mir schon die Frage, was reitet denn Bruno Rossmann, dass er von einem 12-Stunden-Tag spricht, der in Wahrheit eine ganz notwendige Arbeitszeitflexibilisierung für unsere Wirtschaft, vor allem für die kleine und mittelständische Wirtschaft, darstellt. Niemand wird gezwungen, 12 Stunden zu arbeiten. Das ist einfach die Unwahrheit. Tatsache ist, dass es jetzt möglich ist, innerhalb dieser 12 Stunden Arbeiten auch außerhalb eines Ortes weiter entfernt zu verrichten und am selben Tag nach Hause zu kommen oder innerhalb von 4 Tagen die möglichen 48 Stunden zu erledigen. Das kann von jedem Arbeitnehmer gewählt werden. Und ich bin seit 1984 Einzelunternehmer in 2 ganz schwierigen Branchen, in der Transportbranche und im Gasgewerbe seit 2004. Ich bin bemüht, für meine Mitarbeiter vollste Verantwortung zu tragen. Ich bin auch bemüht, ein bestes Klima für meine Mitarbeiter zu schaffen. Und in diesem Bereich der Flexibilisierung der Arbeitszeiten weiß ich eines ganz genau, dass meine Mitarbeiter diese neue Flexibilisierung ganz gewaltig schätzen. Ich weiß nicht, was jene Abgeordnete dazu bewegt, über so eine Arbeitszeitflexibilisierung Urteil zu tragen und dazu behaupten, das wäre jetzt ein 12-Stunden-Tag. Ich weiß auch ganz genau, dass uns unsere Mitarbeiter Recht geben, dass wir das Zusammenspiel zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern nach vorne tragen müssen. Und ich habe bestes Einverständnis mit all meinen Mitarbeitern, dass sie in ihrem eigenen Interesse ihre Arbeitszeit so weit wie möglich flexibel selbst bestimmen können. Wenn man einen Wirtschaftsstandort nach vorne bringen will, und wir haben schon gehört, wie wichtig der Mittelstand, die mittelständischen Unternehmen und die Kleinunternehmen für dieses Land sind, nämlich auch dahingehend, dass sie in Krisenzeiten nachweislich beste wirtschaftliche Daten durch höchsten Einsatz geliefert haben. Dafür ein aufrichtiges Dankeschön an unsere kleinen und mittelständischen Betriebe. Was hat diese Regierung nun getan, um für diese kleinen und mittelständischen Betriebe Positives zu erreichen? Natürlich ist alles immer zu wenig und es gäbe vieles, was wir noch zu tun hätten und was die Situation verbessern könnten. Aber wenn ich davon spreche, dass wir zum Beispiel aus Wertschätzung heraus schon den Findetwas-Erlass abgeschafft haben, dass die Prüfer nicht zu den Betrieben hinausgehen und sagen, jetzt werde ich sicher etwas in der Hand haben, damit dieser Betrieb Strafe zahlt. Das, glaube ich, ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Zugang für unsere Unternehmen. Des Weiteren, wir müssen, damit wir unseren Mittelstand besser helfen können, ihnen auch Instrumente in die Hand geben, die aufgrund der Digitalisierung jetzt möglich sind und die aufgrund dieser Digitalisierung auch in Zukunft entscheidend sein werden, wie viele Arbeitsplätze wir rekrutieren können und wie viele zukünftige Mitarbeiter auf die neuen Herausforderungen ausgerichtet werden können. Dazu sage ich Danke für die Offensive der Digitalisierung bei den Lehrberufen. Eine wesentliche Sache, damit die Lehrberufe attraktiv gestaltet werden. Auch dahingehend, dass die Herausforderungen der Berufe im digitalen Bereich ganz andere geworden sind. Eine 2-jährige Überprüfung dieser Lehrberufe mit den entsprechenden Bezeichnungen, ob adäquat oder nicht, und den Ausführungen, ob adäquat oder nicht. Das sind alles Entscheidungen für unsere kleinen und mittelständischen Betriebe. Deshalb
kann ich schließen, dass diese Regierung angetan ist, den Standort über die kleinen und mittelständischen Betriebe nachhaltig abzusichern und dass auch die kleinen und mittelständischen Betriebe durch diese Regierung maximale Unterstützung erhalten werden. Die Regierung sichere den Standort nachhaltig ab, so Wolfgang Klinger von der FPÖ. Und am